Ja, hallo, werte Zuschauer, und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video wollen wir mal wieder einen Jahresrückblick machen. Wie jedes Jahr am Ende des Jahres kommt von mir mein Jahresrückblick und ich möchte einfach über Sachen sprechen wie, ja, Dinge, die ich unbedingt machen wollte, die ich aber nicht getan habe, Dinge, die ich unbedingt machen wollte, die ich getan habe und vor allem auch Dinge, die ich nicht mehr wusste, dass ich sie machen will, aber als ich sie gemacht habe, waren sie einfach nur gut. Mehr dazu nach dem Intro. Eine der größten Veränderungen, die so mitten im Jahr passiert ist, war einfach mein Intro. Ich werde das Ganze hier nicht so 100% chronologisch machen, aber mein Intro war auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, das hat sich ja definitiv geändert. Und nicht nur mein Intro, sondern auch die Anmoderation im Zusammenhang mit dem Intro. Denn früher oder vorher habe ich immer, oder Anfang des Jahres kann man einfach sagen, habe ich anmoderiert, dann gesagt, bis gleich nach dem Intro oder bis mehr Infos nach dem Intro, wie gerade eben auch. Und dann kam das Intro, dann habe ich weitergemacht. Und ich habe, nachdem ich das neue Intro gekriegt habe, ein bisschen mit euch gelabert. Hey Leute, hört mal zu. Wie soll ich das machen? Soll ich das Intro vielleicht lieber dazwischen packen? Hat es gerade gereimt? Ich weiß nicht. Aber es hat sich herausgestellt, dass viele meinten, hier, pack doch dein Intro am Anfang hin oder auch ans Ende. Haha, Scherzkeks. Aber ich muss auch sagen, dass es so einer dieser Sachen war, wo ich am Anfang erwähnt habe. Ich wusste nicht, dass ich das wollte, aber es ist so viel besser. Es, weiß nicht, das ist für mich auch angenehmer. Ich fange an und dann geht's los. Obwohl ich es am Anfang sehr schwer damit getan habe. Ich muss sagen, am Anfang war ich so ein bisschen, eigentlich mochte ich diese Überleitung sehr. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht, aber doch im Nachhinein sehr gute Entscheidung. Und da muss ich natürlich wieder sagen, vielen Dank an mein ganzes Gefolge, dass ihr mir da in dem Sinne vielleicht guten Tipp gegeben habt. Selbstverständlich geht in dem Zusammenhang auch ein ganz großes Dankeschön nochmal an den guten Mutzel raus, der mir das Ganze überhaupt erst gemacht hat. Und ihr müsst wissen, er hat mir das angeboten, er hat gesagt, hier, hör mal zu, also ich kannte den von früher. Ich habe dein Intro gesehen, dein aktuelles, und ich habe da eine Idee, wie man sowas in 3D machen könnte. Und ich habe gesagt, oh, ja, okay, wenn du Lust hast. Und dann hat er mir gemacht und das Ergebnis ist einfach großartig geworden. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Doch was war ganz am Anfang des Jahres? Am Anfang des Jahres habe ich angefangen, mal wieder die Garnison weiterzubauen. Das war eigentlich gar nicht mehr zu erwarten. Die Garnison wurde endlich weitergebaut. Das war so ein bisschen wie der Berliner Flughafen, das Ding. Umgebaut, dann wieder doch nicht. Der Kaiser war einfach nicht zufrieden. Mit sich selbst. Das werden wir uns heute noch ein bisschen öfter hören. Aber was soll's. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Garnison in diesem Jahr 2018 endlich fertiggestellt worden ist. Wir haben es geschafft, oder ich habe es geschafft, das Gebäude wirklich verändern zu bringen. Dass ich wirklich sagen kann, wir sind fertig. Ich bin fertig mit dir. Ja? Ah, das war das Erfolgserlebnis 2018. Kann ich auf jeden Fall nur sagen, sehr, sehr gut. Wenn das Ding noch ein Jahr gestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich das Ding nie fertig gebaut. Was vielleicht nicht im Jahre 2018 entstanden ist, aber sich dennoch im Jahre 2018 entwickelt hat, sind meine Rezensionen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mir noch dankbar, dass das Feedback von den Rezensionen so hoch sind. Ich habe ganz am Anfang des Jahres über Ronny Ragnarstein gezeigt gehabt und dann später auch irgendwann gegen Ende schon mehr, die Burg Eisenberg. Und im Großen und Ganzen waren eure Rezensionen auf meine Rezension ziemlich gut. Und auch jetzt nochmal ziemlich am Ende auch noch die Zuschauerrezensionen, die habt ihr sehr, sehr positiv aufgenommen. Und auch danke nochmal an alle, die mitgemacht haben und auch die in Zukunft noch mitmachen werden. Ich habe auf jeden Fall vor, sowas in die Richtung auch öfter zu machen. Ein Highlight dieses Jahr war auch die Stadt Tuplenstein. Passend zu meinem Schloss, was ich letztes Jahr gebaut bekommen habe, hat mir mein Bauteam dieses Jahr eine Stadt geschenkt. Das Coole daran ist, dass diese Stadt einfach einen sehr einzigartigen Stil hat und mich natürlich wie jedes Jahr an meinem Geburtstag einfach sehr überrascht hat. Und da möchte ich einfach nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen an all die da auf jeden Fall mitgemacht haben, weil es war einfach echt eine super Aktion. Auch wenn ich eigentlich gesagt habe, dass es keine Geburtsgeschenke mehr geben soll, kann, wird, haben sie es trotzdem gemacht. Aber wie kann man sich denn da beschweren? Ich meine, guckt euch die Aufnahmen hier an, es ist einfach schön. Um mal hier so einen kleinen Bruch reinzukriegen, möchte ich einfach mal die Top 5 Videos von meinem Kanal, die ich dieses Jahr gemacht habe, vorstellen. Auf Platz 5 liegt auf jeden Fall einfach nur, weil es enorm geil war, auch wenn es baulich gesehen oder videoqualitätstechnisch nichts zu tun hat, deswegen auch nur Platz 5, war einfach das Video mit dem Titel Die Vollprofis, Lachflash mit Flaschenzügen. Ich will eigentlich gar nicht erklären, warum, ich zeige aber mal hier einen kleinen Ausschnitt.
Ich kann nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, stimmt. Oder? Ich weiß nicht. Ich hab Angst, dass es kaputt geht. Ich trau mich nicht. Warte, ich kann ja mal mit dem... Warte, pass auf, ich schieb's runter. Warte. Ich schaff's nicht. Warte, Achtung. Es ist kaputt gegangen. Platz 4, auch wieder, weil es videotechnisch nicht so hochwertig war, aber dafür einfach ein cooles Video war, ist auf jeden Fall das Video Funktionierende Dampfmaschine. Das war ein Video, wo ich mal wieder was mit Redstone gemacht habe und ich bin eigentlich kein Redstone-Profi, aber ich kann so ein paar Sachen, kann ich auch mit Redstone. Und das war ein Video, wo ihr gemocht habt, also wirklich, wo ich gutes Feedback bekommen habe, obwohl es eigentlich nichts Building-technisch war, obwohl die Dampfmaschine auch ganz nett aussah, davon abgesehen. Aber muss ich auch sagen, das war cool. Also muss ich wirklich sagen, das war auch einfach cool von euch. Anders kann ich es, glaube ich, gar nicht formulieren. Auf Platz 3, einfach nur, weil es ein Video war, was mich persönlich auch immer noch gerne angucke, auch noch irgendwo, oder mich persönlich einfach anspricht, ist einfach das Video, wie man Spaß am Bauen hat und ihn behält. In dem Video habe ich einfach mal ein bisschen frei Schnauze, ein bisschen gequatscht, was ich denn immer so gemacht habe, wenn ich keine Lust habe am Bauen und wie man das irgendwie beschreiben kann. Habe versucht, viele Gefühle und Emotionen, die ich beim Bauen schon hatte oder auch in der Vergangenheit hatte, einfach in Worte zu fassen. Und das ist mir, denke ich, ganz gut gelungen. Und das Video ist auch von der Message und von der Ausstrahlung, die ich da bei dem Video hatte, eigentlich ziemlich gut geworden. Platz 2 ist auf jeden Fall das Zeitraffer der Blauen Burg. Einfach nur, weil es vom Videoaufwand her ein bisschen was anderes war und weil ich schon immer mal einen Zeitraffer machen wollte, so in der Art. Also wir haben ja was schon gebaut war, nochmal gebaut, indem wir es abgebaut haben quasi. Ein bisschen verwirrend, guckt das Video an, da erkläre ich das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir sehr gefallen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Das hat auch im Nachhinein, das gucke ich mir auch immer noch gerne an, einfach diese Burg zu sehen, wie sie sich langsam aus dem Boden erhebt, das ist einfach was Schönes. Das ist unbezahlbar. Auf Platz 1 ist, meiner Meinung nach, mein Kurzfilm. Ist natürlich baulich gesehen absolut nichts zu tun, aber das Video an und für sich ist einfach sehr gut geworden. Besser, als ich es erwartet habe, aber schlechter, als ich es gerne hätte. Ja, denn die Sache ist die bei Kurzfilm, ich bin so selbstkritisch, dass ich einfach mich nicht traue, weiterzumachen. Und das ist ein Problem. 2019 ist mein Plan auf jeden Fall, einen Film zu machen. Das ist auch mit Synchronisation von Stimmen. Das heißt, man wird dann auch Stimmen hören, die Leute werden sprechen können. Und das finde ich schon sehr wichtig. Aber der Film war doch ziemlich schon mal ein guter Schritt. Ich habe überhaupt erstmal einen gemacht. Für meinen ersten Film finde ich zumindest doch relativ gut. Und ist deshalb für mich, einfach weil es sehr viel Herzensblut dran denkt, einfach eine persönliche Angelegenheit ist, mein absoluter Platz 1, so rum. Aber wie sieht's denn bei euch aus? Was habt ihr für gute Videos, die ihr sagt, das ist das beste Video auf deinem Kanal? Schreibt mal eure Platz 1, Top 5, wie auch immer, gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dieses Jahr ist es auch vorgekommen, dass ich mal ein Minecraft-Building gereworked habe. Warum das Ganze überhaupt passiert ist, war eigentlich, dass ich bei anderen YouTubern gesehen habe, wie die das gemacht haben, die das Gebäude genommen haben, es abgerissen haben und neu gebaut haben und es Rework genannt haben. Und ich dachte mir, das ist doch gar kein Rework. Und ich dachte mir, warum macht keiner richtige Reworks? Dann mache ich es eben. Und ja, meine Reworks waren natürlich immer das Ziel, die Minecraft-Gebäude von der Grundform, von der Grundidee her beizubehalten, es nur optisch gesehen aufzupimpen. Und das habe ich gemacht. Und das hat euch, mir anscheinend genauso viel Spaß gemacht wie mir auch. Kann ich sagen, das war einfach eine sehr coole Sache. Und ich guck mal, es gibt ja jetzt in den neuen Versionen auch wieder ein paar neue Gebäude. Vielleicht kommt da 2019 das ein oder andere Minecraft-Building, was ich auch nochmal reworken werde. Vorschläge dazu sind immer gerne offen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, war schon eine sehr coole Sache. Wo vor allem mein Ozeanmonument mir am besten gefällt. Das war auch das erste, was ich gemacht habe und es gefällt mir einfach mit am besten. Das ist einfach richtig schön geworden. Um ein bisschen beim Thema Reworks zu bleiben, kann ich eigentlich nur erwähnen, dass wir meine kleine Garnison angefangen haben zu reworken. Und das Ganze mache ich Let's Build-mäßig, da kommt auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch was. Muss aber weitergehen, ich habe das dann einfach angefangen zu vernachlässigen. Aber auch, wie soll ich sagen, auch mein Schiff, das ich als Let's Build-Format angefangen habe, wird auch 2019 weiter fortgeführt werden. Ob es gleich am Anfang 2019 weiter fortgesetzt wird, kann ich nicht sagen. Vielleicht auch erst im März oder so. Wir werden sehen, aber 2019 kommt dann auf jeden Fall in die Richtung auch noch was. Warum habe ich es eigentlich nicht mehr weitergemacht? Beides hat so den Grund, dass ich einfach momentan keine Lust mehr darauf habe, so das zu bauen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen
naja, es hat mich ein bisschen gelangweilt dann gegen Ende hin und dann mache ich das irgendwann anders weiter, wenn ich wieder neue kreative Ideen habe, ähnlich wie ich es bei meiner Garnison auch gemacht habe. Mit einem eher mäßigen Erfolg habe ich dieses Jahr was ausprobiert, was ich auch noch nie vorher gemacht habe, und das waren Challenges. Ich habe verschiedene Challenges gemacht. Ich habe normale Challenges gemacht, wo ich einfach versucht habe, Dinge zu bauen. Ich habe zum Beispiel Häuser mit nur ganzen Blöcken gebaut. Ich habe versucht, einen Garten zu bauen, ohne einen einzigen Pflanzenblock zu verwenden. Und ich muss sagen, da war es, dass ich so die Sachen kam, nicht bei meinem Gefühl her nicht so gut bei euch an. Vielleicht lag es einfach daran, was mit Building nicht mehr so viel zu tun hat und eigentlich mehr so ein Funding war. Aber es kam prinzipiell nicht so gut bei euch an, was natürlich kein Problem ist. Ich habe aber dann mir gedacht, vielleicht können wir das ganze Challenge schon mal ein bisschen umstrukturieren und habe jetzt zuletzt auch nochmal diese Geschichte gemacht mit dem Turmbauen in 10 Sekunden, in 1 Minute und in 10 Minuten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren die Rückmeldungen wieder ziemlich positiv. Das heißt, ich werde mich vielleicht eher auf so eher buildingspezifische Sachen fokussieren und werde diese Fun-Sachen eher ein bisschen wegmachen, weil, wenn wir ehrlich sind, hat mir dieses Building-Ding auch mehr Spaß gemacht als diese, in Anführungszeichen, Fun-Challenge. Und ja, es soll auch gar nicht so klingen, als wenn ich jetzt irgendwie eine Challenge an und für sich, als würde ich mir den Challenge-Kanal werden. Es ist aber dennoch eine Challenge irgendwie, also eine Herausforderung, beispielsweise einen Turm in so und so vielen Sekunden zu bauen. Deshalb, ist es eigentlich ganz cool, macht mir auf jeden Fall, also hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht, mal gucken. Und da werden wir auch im nächsten Jahr ein bisschen dranbleiben. Ich habe da, denke ich mal, auch ganz coole kreative Ideen, was man so alles bauen kann. Das war mein Jahr 2018 hier auf meinem Kanal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingsvideos, eure Lieblingsstellen waren. Lasst aber nochmal zusammen ein bisschen Revue passieren, was so alles passiert ist. Gerne, wie gesagt, die Top 5 Videos, die von meinem Kanal einfach mal gerne reinschreiben, würde mich brennend interessieren. Oder euer Lieblingsvideo. Das ist was, das kann ich auch gut ableiten, was euch gefallen hat. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir haben auf jeden Fall viele Ziele für 2019, die wir hoffentlich auch alle durchsetzen werden. Das Video ist ja quasi immer so eine Beweisaufnahme, dass ich das mal gesagt habe, dass wir das machen werden. Mir bleibt auf jeden Fall eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank auch an mein ganzes Bauteam, dass ihr eigentlich immer hinter dem steht, was wir machen, und vor allem auch für die großartige Zusammenarbeit und die großartige Arbeit, die wir zusammen leisten, und vor allem auch ein Dankeschön an alle meine Zuschauer, dass ihr immer eigentlich immer sehr nett, freundlich und positiv bleibt mir gegenüber. Ansonsten wünsche ich euch eigentlich, wie am Ende jedes Videos, einen wunderschönen Tag, wunderschöne Festtage, falls wir uns nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, und auf jeden Fall, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.